Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Sly Cooper Jagd durch die Zeit. Ja, der vierte Teil von Sly Cooper bzw. Sly Raccoon. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein neues Spiel. Das ist mein 100% Spielstand. Das ist irgendein Spielstand, den ich nicht mehr brauche. Deswegen nehmen wir einfach mal den. Und ja, natürlich haben wir Lust auf die ganze Geschichte. Obwohl es halt eigentlich, ne, wenn man entweder selbst gespielt hat oder ein Let's Play geguckt hat, meins zum Beispiel, weiß man natürlich die Geschichte, aber wir hören sie uns einfach trotzdem nochmal an. Ich sollte wohl ganz vorn anfangen. Ich heiße Sly, Sly Cooper, und ich bin ein Dieb aus einer langen Reihe von Dieben. Diebstahl ist unsere Familientradition und die Geschäfte liefen gut. Obwohl ich bis vor kurzem im Ruhestand war und Maske und Stab an den Haken gehängt hatte, ich genoss das Leben auf der anderen Seite des Gesetzes. Zusammen mit einer bezaubernden Interpol-Agentin namens Carmelita Fox. Wir hatten eine lange gemeinsame Vorgeschichte, in der sie meistens versucht hatte, mich hinter Gitter zu bringen. Aber unsere derzeitige Situation war nur möglich, weil sie glaubte, ich leide an Gedächtnisverlust. Was nicht stimmte. Es war toll, die Gegenwart des anderen ohne Schockpistole zu genießen, und wir ließen die Vergangenheit schnell hinter uns. Aber irgendwann juckte es wieder in den Fingern, und ich wusste, dass ich einen Coup landen musste. Dabei sollte ich erwähnen, dass ich als Meisterdieb nur andere Diebe bestehle. Also dauerte es eine Weile, bis ich fand, wonach ich suchte. Mein Ziel war ein neureicher Kunstmäzen, ein erstklassiger Sammler. Er wirkte seriös und hatte ein neues Museum eröffnet, aber ich konnte riechen, dass da was faul war. Verlässlichen Quellen zufolge handelte er mit wertvollen Schwarzmarktantiquitäten, also fand ich, er sollte seinen Reichtum teilen. Ich tüftelte gerade einen Plan aus, als eines Nachts wie gerufen Bentley auftauchte. Bentley ist der Kopf unserer Bande, das Superhirn. Wir sind im selben Waisenhaus aufgewachsen, wo wir zusammen Kekse klauten. Unser erster Raubzug. Und seither sind wir beste Freunde und Partner. Ich hatte ihn seit Monaten nicht gesehen und wusste sofort, dass etwas los war. Auch Bentley hatte seine Auszeit genossen und zusammen mit seiner Technikfreundin Penelope ein neues Labor aus dem Boden gestampft. Sie war bei unserer letzten Gaunerei zu uns gestoßen und die beiden hatten sich verknallt. Offenbar war sie gerade mit einem Geheimprojekt fertig geworden, als Penelope plötzlich verschwunden war. Bentley war krank vor Sorge. Er suchte verzweifelt, aber ohne Erfolg. Dann fiel ihm etwas auf, das ihn total schockierte. In seiner Freizeit erforschte Bentley das Buch des Meisterdiebs der Cooper-Familie, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde und dessen Seiten voll von Meisterleistungen und Geheimtechniken meiner geschätzten Vorfahren waren. Bloß waren die Seiten jetzt nicht mehr so voll. Sie lösten sich förmlich vor Bentleys Augen auf. Als ihm klar wurde, dass keine Zeit zu verlieren war, nahm er seine Sachen und machte sich auf nach Paris. Als erstes ging Bentley zu Murray, dem dritten in unserem Trio. Murray war unser Vollstrecker, unser Muskelmann und derjenige, der all die Kekse verdrückt hatte, die wir im Waisenhaus geklaut hatten. Im Laufe der Jahre waren wir drei ein unschlagbares Team geworden und eher eine Familie als eine Bande. Murray hatte seinen Traum als Rennfahrer verwirklicht und sein Van war inzwischen berühmt oder vielmehr berüchtigt wegen all der Unfälle, die er verursachte. Schließlich fand er wegen seiner immensen Versicherungssummen keinen Sponsor mehr und wechselte zum Stockcar-Rennen, wo er weiterhin unbesiegt blieb.
Aber als Bentley bei ihm auftauchte, ließ Murray alles stehen, um ihm zu helfen. Besonders als Bentley ihm erklärte, dass sein Van das wichtigste Element des ganzen Plans war. Carmelita war von einem neuen Auftrag abgelenkt, so konnte ich mich in unserem alten Pariser Unterschlupf mit den Jungs treffen. Bentley begann eine seiner tollen Vorführungen und ich erkannte das ganze erschreckende Bild. Jemand oder etwas war dabei, die Cooper-Geschichte buchstäblich auszulöschen. Und laut Bentley konnten wir ihn nur aufhalten, indem wir, richtig geraten, auf Zeitreise gingen. Offenbar war sein Geheimprojekt eine Zeitmaschine und jetzt hatte er sie in Murrays Van eingebaut. Wir würden in der Zeit zurückreisen, die Verantwortlichen aufhalten und den Schaden reparieren, den sie angerichtet hatten. Der Haken an der Sache war Bentley zufolge, dass wir, um in eine bestimmte Zeit zu reisen, ein Objekt aus dieser Zeit brauchten. Aus den Änderungen des Buchs des Meisterdiebs kannten wir unser erstes Ziel, das feudale Japan. Da waren wir nun und wollten einen unschätzbaren Samurai-Dolch aus dem 17. Jahrhundert aus demselben Museum stehlen, das ich ausbaldowert hatte. Wie sich doch manchmal alles zusammenfügt. Stählerne Kralle! Es heißt Falle, Großer. Und entspannt euch doch. Wir sind das schon so oft durchgegangen. Was soll schon schiefgehen? Berühmte letzte Worte. Pass auf, wir haben nur einen Versuch dafür, also dürfen wir nicht patzen. Okay, keine Patzer erlaubt. Jetzt macht ihr keinen Kopf. Das wird das reinste Kinderspiel. Ich sehe euch dann drin. Und jetzt los! Ja, und so beginnt das ganze Spiel. Während das jetzt noch ist, sage ich nochmal kurz was, ja. Es ist, also man sieht es schon, ne? Es ist auf jeden Fall ein anderer Stil, so von der Grafik her. Und die Charaktere sehen halt auch ein bisschen anders aus, denn es ist nicht mehr von denselben Entwicklern, nicht mehr von Sucker Punch, sondern von Sansaru Games. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ich glaube, jetzt ne, ist immer so ein bisschen schwer, weil die Story halt nebenbei auch noch erzählt wird, ne. Okay, jetzt wird aber gerade nichts, aber bestimmt gleich, man weiß es nicht. Ja, von der Steuerung hat sich so eigentlich nichts geändert. Alles wie beim Alten. Und um eine Frage schon mal gleich zu beantworten, ja, es ist wie immer 100%. Heißt in diesem Spiel, oh Gott, ich weiß es gar nicht genau, konnte man nicht... Hier konnte man, glaube ich, Status. Flaschen, Truhen, Safes und Masken. Das sind die vier Sachen, die man braucht für die 100%. Und die werden... Wenn du deinen Blickwinkel auf die Dinge ändern willst, kannst du die Kamera bitte rechts. Fantastisch, damit kann man super um die Ecken spielen. Drücke beim Sprung die Kreistaste. Und mit Lauf reiße die Hubschrauber-Slide. Wenn sie mich jetzt sehen, sind sie erledigt. Ich glaube, das schaffe ich. Ja, die 100% sollten eigentlich so gar kein Problem sein. Oh nein. Gut. Wie das mit den Masken ist, muss ich nochmal schauen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle auf Anhieb finden.
Hey Bentley, gehört der LKW-Surfen zu Murrays Strategie? Natürlich nicht. Murray verschafft sich durch die Hintergassen Zutritt. Wieso fragst du? Nur so. Jedenfalls scheint er jetzt in Position zu sein. Bleib unbedingt auf den Kabeln, Sly. Im Moment ist es da unten einfach zu riskant für dich. Kein Problem, Bentley. Ein guter Dieb steht eh immer gern über den Dingen. So, also nochmal zu den Masken. Perfekte Nacht für einen Raubzug. So, also nochmal zu den Masken. Es, ja, wie gesagt, ne, ich sollte nicht alle auf Anhieb finden. Ich glaube, hier gibt's eine Maske schon, die wir jetzt holen können. Aber ich weiß halt auch nicht genau, wo sie ist, also... Ja, okay, die Karte haben wir hier. Schön, schön. Mal schauen, wie ich das denn mache. Die werde ich dann wahrscheinlich irgendwie später holen oder so. Sicherheitsvorkehrungen nehmen zu, Sly. Halt dich von den Wachen und Scheinwerfern fern. Und sprinte nicht an Wachen vorbei. Sie hören deine Schritte. Ich bin wie ein Geist. Versprochen. Tut gut, wieder im Geschäft zu sein. Oh, ich liebe es einfach. Es bringt schon Spaß, hier einfach rumzuklettern, ne? Und all sowas. Okay, das war zu knapp. Wir sammeln auch mal schön die Münzen schon ein, ja. Es wäre gut, wenn wir schon am Anfang schnell viele haben. Siehst du, ein Kinderspiel, wie ich gesagt habe. Etwas aus der Übung. Hast du was gesagt, Sly? Nein. Alles prima, Bentley. Okay, jetzt musst du wohl irgendwie anders darauf kommen. Über diesen Vorsprung kommst du zur Vorderseite des Museums und halte dich von den Scheinwerfern fern. Ich glaube, das schaffe ich. Wahnsinn, diese Sicherheitsvorkehrungen. Hoffentlich lohnt sich das. Okay, der ist einfach so gestorben. Eigentlich wollte ich das ein bisschen anders machen. Muss ich jetzt da außen rum? Ja, ne? Ja, durch, nicht durch. Durch. Ich glaube, hier gab es die erste Maske, wenn wir einfach hier lang gelaufen. Ja, da ist sie. Da hüpft die doch schon. Hm. Was ist das für ein Scheinwerfer? Oder... Ja, Suchscheinwerfer sind das, ne? Ich glaube, ja. Du hast eine Slime-Maske gefunden. Sammle geheime Slime-Masken im Spiel, um ganz spezielle Gegenstände zu verdienen. Nee, machen wir nicht. Das machen wir später. Gucken wir uns später mal an. Das ist nämlich sehr cool. Ja, das feiere ich auch. Das ist richtig nice. Da gibt's nachher ziemlich coole Sachen. Jemand hat ein Vermögen hier hineingesteckt. Was für Überraschungen mich drinnen wohl erwarten. Thank you.
So, die sammeln wir auch noch kurz ein. Dann sind wir auch schon durch mit Sly hier oben. So, haben wir das ganze Geld eingesammelt und ah nee, noch nicht. Halt. So, jetzt klauen wir das Teil. Okay, Bentley, ich bin drin. Sag Bescheid, wenn das Sicherheitssystem aus ist. Geduld, Sly. Ein Genie hetzt man nicht. Und ich bin gerade dabei, ein Hackermeisterwerk zu schaffen. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 4 Parts. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.